Ist Jesus Gott? Ja. Dieses Video ist nicht für Muslime, die immer mit den Standardfragen kommen. Wieso wusste Jesus nicht? Lies Philipper 2, Vers 6 bis 11. Dann hast du deine Antwort, egal ob du sie akzeptieren möchtest oder nicht. Nein. Dieses Video ist für die Christen, die eh schon glauben, aber nochmal Bibelstellen haben wollen, wo das alles steht und so, dass man eigentlich keinen Zweifel mehr haben kann, dass Jesus von sich behauptet hat, dass er Gott ist, dass andere Leute ihn gesehen haben als Gott. Und das Dritte, ich habe keine Ahnung, was das Dritte ist, aber es gibt sicher noch was Drittes. Bevor wir anfangen, nehmt euch wieder Stift und Papier raus oder Handy, wo auch immer ihr euch das aufschreibt und notiert alle Bibelstellen, damit ihr Antwort geben könnt. Ich möchte euch heute einige Stellen zeigen, wo Jesus nicht gesagt hat, ich bin Gott, aber wo er es impliziert hat. Weil Jesus hat immer so ein bisschen vage gesprochen, wie in Markus 4, 23 oder in vielen Stellen, die er sagt, wer Ohren hat, der höre. Und nur die können verstehen, was Jesus gemeint hat. Fangen wir an mit 1. Mose 1. Dann sagst du, was hat das mit Jesus zu tun? Gott hat die Erde erschaffen. Und in Johannes 1 erkennen wir, dass Jesus das Wort ist, womit die Erde erschaffen wurde. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Durch das Wort wurde alles erschaffen. Das Wort ist das Licht für die Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen haben nicht erkannt. Und dann 14, das Wichtige ist, das Wort wurde Mensch. Also am Anfang, das was immer schon da war, war mit Gott, war Gott und das wurde Mensch. Also Gott wurde Mensch. Also ist doch schon alles geklärt. Jesus ist das Wort Gottes, was Gott ist, aber Mensch wurde. Gut, können wir wieder gehen. Tschüss. Die unterschiedlichen Schreiber der Bibel waren sich sehr sicher, dass Jesus Gott ist. Hebräer 1, 2. Und da heißt es, Gott redete durch seinen Sohn, durch ihn er Himmel und Erde erschaffen hat. Und in Vers 3 heißt es, in dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit des Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Philipper 2, 6 bis 11 sagt mal ganz klar, Jesus verzichtete auf seine Gottheit und wurde Mensch. 1. Johannes 5, 20. Da steht, dieser ist wahrhaftig Gott und das ewige Leben. Auch da redet es über Jesus. Und was auch so cool ist, nicht nur im Neuen Testament redet es davon, dass Jesus Gott ist, sondern auch Jesaja 9, 5. Da wird prophezeit, ein Kind wird uns geboren und er wird genannt. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit und Friedefürst. Zacharja 12, 10. Wieder eine Prophezeiung. Es wird jemand kommen, der durchbohrt wird. Wie dann Jesus am Kreuz durchbohrt wurde. Kolosser 15 und 16. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene aller Schöpfung. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Oder Vers 17. Denn Christus war vor allem anderen und alles hat nur durch ihn Bestand. Die Stellen, die ich bis jetzt gezeigt habe, haben gezeigt, dass Gott Mensch wurde. Und wir wissen ja, worum geht's da? Es geht immer um Jesus. Und in diesen Bibelstellen sagt Jesus selber, ich bin. Und dieses Ich bin ist so wichtig. Im Johannesevangelium kommt 7-mal vor, dass Jesus sagt, ich bin. Ego, I, me. Diese Worte sind die Worte, die Gott im brennenden Busch zu Mose gesagt hat. Und jeder Jude wusste, das hat nur Gott gesagt und nur Gott kann das sagen. Die Juden haben ganz klar verstanden, was Jesus da impliziert, wenn er sagt, ich bin. Ego, I, me. Deshalb wollten sie ihn ja auch in Johannes 10, 30 steinigen. Ich und der Vater sind eins. Und dann fragt Jesus, was ist der Grund, dass ihr mich steinigen wollt? Und in 33 sagen sie dann, du bist nur ein Mensch und behauptest trotzdem, Gott zu sein. Oder eine weitere Stelle ist Johannes 8, 58, wo er sagt, wahrlich, wahrlich, ehe Abraham, bin ich. Also Jesus behauptet hier, er war immer schon da. Er war ewiglich da. Er war schon vor Abraham da. In Markus 14, 62, als Jesus angeklagt wurde und gefragt wird, ob er der ist, sagt er auch wieder, Ego, I, me. Und denen wurde es dann viel zu viel, weil sie es verstanden haben, was er aussagen wollte und dann wollten sie ihn töten. Und in Johannes 18, 6, als Jesus ganz klar sagt, ich bin es, wichen die Wachen zurück und fielen um. Jetzt kommen die Stellen, die zeigen,
nicht an dem, was er sagt, sondern an dem, was er tut und tun wird, dass Jesus Gott ist. Markus 2,5, Lukas 5, 20 bis 24, Kolosser 3, 13. Jesus vergibt Sünden, was nur Gott kann. Markus 2, 28, Jesus ist Herr über den Sabbat. Johannes 16, 7, er sagt, nachdem er weg ist, nachdem er tot ist, nachdem er wieder aufgefahren ist, schickt er uns einen Tröster. Hebräer 1, 10 bis 12, hier wird nochmal erklärt, dass Christus der ist, der am Anfang da war und erschaffen hat und dass er ewig ist. Und in der Offenbarung 1,8 wird Jesus sagen, ich bin das Alpha und das Omega. Hier wird vorher von Jesus geredet und hier ist es, spricht der Herr Gott. Der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. In Philipper 3,21 heißt es, dass Jesus am Ende unseren hinfälligen sterblichen Leib verwandeln und ihn dem herrlichen, unvergänglichen Leib gleich werden lassen, den er selbst nach seiner Auferstehung empfangen hat. Matthäus 28, Vers 10, da sagt Jesus, ich bin bei euch, bis das Ende der Welt kommt. Oder es heißt auch, bis zur Vollendung des Zeitalters. Das Wort aber, was benutzt wurde, kann man auch als Ewigkeit übersetzen. In Markus 10, Vers 1 sendet Jesus seine Jünger raus und er gibt ihnen die Kraft und die Macht, Geister auszutreiben und Kranke zu heilen. Apostelgeschichte 4, Vers 10. Petrus sagt, dass die Heilung, die gerade passiert ist, nur durch den Namen Jesu passieren konnte. Johannes 11, Vers 25, da sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Johannes 5, 27, da steht, er hat ihnen die Macht gegeben, die ganze Menschheit zu richten, weil er der Menschensohn ist. Matthäus 25, Vers 1. Jesus nennt sich den Bräutigam, die Rolle, die Gott hat mit Israel. Jesaja 62, Vers 5. Aber ich bin immer noch nicht fertig und jetzt habe ich noch die Stellen, wo Jesus angebetet wird, obwohl wir wissen, nur Gott darf angebetet werden. Und Jesus lässt es zu. Johannes 20, Vers 28. Da sagt Thomas, mein Herr und mein Gott. In Johannes 5, 28 heißt es, dass wir alle mal den Sohn ehren werden, wie den Vater. In Johannes 9, Vers 38 halte einen Blinden, der sich dann vor ihm niederwirft und ihn anbetet. Proskuneo, Anbetung, das ist das Wort, was benutzt wird oder wie man das ausspricht. Und in Matthäus 16, 16 wird er Sohn Gottes genannt, aber er sagt nichts dagegen, weil eigentlich ist es ja Blasphemie. Eigentlich darfst du niemanden anderes als Gott betiteln. Und dann bestätigt er noch, mein Vater hat dir diese Erkenntnis gegeben. In Johannes 14, Vers 13 sagt Jesus, betet in meinen Namen und er wird euch geben. In Johannes 3, 18 heißt es, wir müssen den Sohn annehmen, um nicht verurteilt zu werden. In Matthäus 14, 33, da wird Jesus angebetet. Hebräer 1, 6 sagt, alle Engel werden ihn anbeten. Und dann gibt es noch die Stellen, wo die Schreiber Jesus als Theos, als Gott betiteln. Johannes 20, Vers 28, Römer 9, Vers 5, Titus 2, Vers 13, da heißt es zum Beispiel, unser großer Gott und Retter, Jesus Christus. Hebräer 1, 8, 2. Petrus 1, Vers 1 und in der Offenbarung 1, Vers 17, er ist ewiglich, obwohl nur Gott ewiglich ist. Es gibt sicher noch so viele Verse, die vielleicht nicht so klar sind, aber wo man schon auf Jesus hinweist, wo man Jesus anbetet oder wo Jesus als Gott betitelt wird. Es gibt so viele Stellen. Ich weiß nicht, wie man das nicht sehen kann. Ein starker Vers, der einfach nur die Wichtigkeit von Jesus zeigt, ist Apostelgeschichte 4, Vers 12. Nur Jesus kann die Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der Welt rettet uns. Ich hoffe, ihr konntet bei meinem sehr unstrukturierten Video etwas rausnehmen. Ich hoffe, ihr konntet euch die ganzen Bibelstellen aufschreiben oder screenshotten oder wie auch immer. Teilt das Video doch, falls mehr Leute einfach wissen wollen, welche Bibelstellen es gibt, wo Jesus von sich behauptet, Gott zu sein oder angebetet wird oder. Und das war es eigentlich schon diese Woche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt mir doch, falls ihr noch ein paar Verse habt, die ich rausgelassen habe. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar.